Guten Tag, mein Name ist Baumann. Ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich stehe hier vor einem Informationsschild, sag ich mal, ja, wo darüber informiert wird, welches Bauvorhaben hier gerade durchgeführt wird. Die Bauzeit ist angegeben. Ja. Die Bauausführung liegt bei, die Bauüberwachung liegt bei Bauüberwachung. Tja, also, wenn dieses Bauvorhaben hier erfolgreich zu Ende gebracht werden soll, dann braucht man natürlich ein paar Ingenieure, die da drauf gucken und sehen, dass das erfolgreich gemeistert wird. Ne? Also man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass man einfach so auf Zuruf irgendwie hier einen Ufer befestigt und dass das dann klappt. Das heißt, diese Herrschaften, Frauschaften, was auch immer, arbeiten nach einem sogenannten Werksvertrag, in dem ist festgelegt, was sie abzuliefern haben, bis wann sie es abzuliefern haben, in welcher Qualität sie es abzuliefern haben. Und ich setze mich jetzt erstmal hier. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, nach welchen Kriterien wird eigentlich unser Corona-Projekt durchgeführt? Und damit sind wir jetzt beim Thema, nämlich dem Unterschied zwischen einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag. Ein Werkvertrag ist ein Typ privatrechtlicher Verträge über den gegenseitigen Austausch von Leistungen, bei dem sich ein Teil verpflichtet, ein Werk gegen Zahlung einer Vergütung durch den anderen Vertragsteil herzustellen. Jetzt kommen wir zum Dienstvertrag. Wo ist da der Unterschied? Der Dienstvertrag ist im deutschen Schuldrecht ein gegenseitiger Vertrag, bei dem sich eine Vertragspartei zur Leistung von bestimmten Diensten und der andere Teil zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Beim Dienstvertrag wird in Abgrenzung zum Werkvertrag der Dienst und nicht der Erfolg geschuldet. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie kennen jetzt den Unterschied zwischen einem Werkvertrag und einem Dienstvertrag, nicht wahr? Wollen wir mal testen? Welche Art von Vertrag kommt zustande, wenn ein Arzt Ihnen eine Corona-Impfung verpasst? Keiner? Doch selbstverständlich. Implizit kommt ein Dienstvertrag zustande. Ja? Der Arzt steht dafür gerade, dass die Nadel nicht abbricht, dass diese Injektion sach- und fachgerecht vorgenommen wurde, dass nach dem Nürnberger Kodex gearbeitet wird, ja, dass sie also informiert wurden zuvor, was sie sich da gerade injizieren lassen, welche Wirkung das vermutlich hat. Aber so letztendlich interessiert es den Arzt gar nicht, weil er ist ein Dienstleister. Er hat dafür zu sorgen, dass diese Dienstleistung sach- und fachgerecht vorgenommen wird. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er seinen Job gut gemacht und dafür kriegt er sein Geld. So. Ja. Wo das Problem ist, der Arzt steht nicht gerade für den Erfolg dieser Maßnahme. Die Bauarbeiter, die hier das Ufer neu machen, die stehen dafür gerade. Die sind in der Haftung. Also nicht sie selbst, sondern die Firma. Ja? Und wenn das Ufer wieder zusammenbrechen sollte, dann kommt die Firma wieder an und bringt das in Ordnung. Falls sie nicht vorher pleite ist. Ja? Weil der Schaden zu groß ist oder so. Aber davon wollen wir mal nicht ausgehen. Also normal ist, derjenige, der dann Mist macht, der bringt ihn auch wieder in Ordnung. Also, das wäre dann der Fall, wenn beim Arzt zum Beispiel klar ist, sie haben Corona bekommen, obwohl sie eigentlich dagegen geimpft sind. Ne? Welche Probleme könnte es da geben? Naja, wenn sie Covid-19 kriegen, dann hat die Impfung nichts bewegt, ne? Hat sie nicht funktioniert, dann ist das ein sogenannter Impfdurchbruch, ne? Wie man es jetzt so auf Neusprech bezeichnet. Ich würde mal sagen, es ist einfach ein kaputtes Produkt, das nicht funktioniert.
da hätte mir der Arzt doch irgendwie einen entsprechend meiner Krankengeschichte besseren Impfstoff oder ein anderes Medikament verabreichen sollen, was bei mir besser anschlägt. Kann er das? Er wird sich nur Mühe geben, wenn er nach einem Werkvertrag arbeitet, weil dann ist er verantwortlich dafür, dass ich kein Covid-19 bekomme, in diesem Fall, ja? So. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil die laxe Art und Weise, wie in den Medien mit diesem Thema umgegangen wird, mir missfällt. Mir richtig missfällt. Es ist abenteuerlich, ne? Wenn ein Michael Müller immer wieder sagt, wir brauchen die Pflichtimpfung, wie die Impfung aktuell vorgenommen wird und welche Ergebnisse sie erzielt, ist abenteuerlich. Ja? Sie basiert auf gar nichts. Das Recht, das dem zugrunde liegt, also einer ärztlichen Behandlung, das sollte auch wirklich eingefordert werden. Ich sage nochmal, Nürnberger Kodex. Einmal lesen und dann mal gucken, was davon wirklich gemacht wird. Wenn man den ernst nimmt, ist eine Pflichtimpfung völlig unmöglich. Die manche Leute auch Zwangsimpfung nennen. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde behaupten, wenn Leute wie Michael Müller so etwas fordern, dann ist das Staatsterror. Es ist psychologischer Terror. Es ist die Aufforderung, eine Behandlung vorzunehmen, deren Wirkung völlig ungewiss ist, deren Langzeitfolgen völlig unerforscht sind und die Haftung für die Folgen dieser Impfung liegen beim Individuum, sie liegen beim Impfling, sie liegen bei dem, der möglicherweise später schwer geschädigt ist, vielleicht tot ist, und dessen Angehörigen. Für die Kosten kommt niemand auf. Es ist eine Leistung, die dort erbracht wird im Rahmen eines Dienstvertrages, und die Folgen dieses Dienstes will niemand tragen. Auch Herr Michael Müller nicht. Lassen Sie ihn das doch mal bitte unterschreiben, dass er gerade steht für mögliche Folgen Ihrer Impfung. Ja? Und lassen Sie bitte die Entschädigungssumme einem Ungeimpften zukommen, damit Sie dann auch sicher sind, dass diese Entschädigungssumme auch wirklich gezahlt werden muss. Weil es könnte ja sein, dass ein anderer Geimpfter diese Summe gar nicht mehr in Empfang nehmen kann, nicht wahr? Ja. Also wenn diese Grundlagen von Dienst- und Werkvertrag endlich mal berücksichtigt würden bei der Impfung, dann hätte ich ja wenigstens das Gefühl, dass ich noch in einem Rechtsstaat leben würde, indem man die Gesundheit seiner Bürger ernst nimmt. Dankeschön fürs Zuhören.